Moin Jungs, wenn ihr euch für die anstehende Beta von Modern Warfare vielleicht schon überlegt habt, ob ihr doch vorbestellen wollt, geht einfach auf eneva.com. Da könnt ihr zum Beispiel eine 50 € PSN-Karte zum aktuellen Preis von 42 € kaufen. Das heißt, ihr macht 8 € Gewinn im Prinzip. Einfach nur gucken, dass die Karte für Deutschland aktiviert werden kann. Die gibt es nämlich für jedes Land. Dann drückt ihr auf Kaufen. Gebt den Rabattcode Cheppy ein und bekommt noch lockere, entspannte 1,50 € oder 1,27 €, um ganz genau zu sein, hinterher. Das heißt, ihr zahlt für 50 € PSN-Guthaben nur 41 €. Den Reaper für eine Sekunde losgelassen, ich bin direkt drauf. Ja, get on my AMG, war das. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt das ja eben mit Ineba schon gesehen. Ich habe mir gedacht, weil jetzt, wenn die Beta kurz davor steht, anzufangen, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man jetzt langsam in die Richtung geht, dass man sich überlegt, will ich Modern Warfare jetzt denn kurz davor bestellen oder nicht? Ich würde auf jeden Fall noch ein paar Tage warten, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich wie letztes Jahr bei Black Ops 4 so viele Beta-Codes bekomme. Ich glaube, ich habe insgesamt 18, 19 oder 20 Stück verschenkt. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr läuft. Ich kann euch nur empfehlen, bestellt nicht über Amazon. Das Problem bei Amazon ist, ihr bekommt den Beta-Code, wenn die leer sind, bekommt ihr keinen. Es hat viele Leute letztes Jahr getroffen. Und das Spiel wird euch teilweise 2 oder 3 Tage zu spät erst zugestellt. Das heißt, Amazon definitiv nicht. Ich müsste eigentlich Amazon sagen, weil wenn ihr es über Link unten bestellt, bekomme ich noch ein bisschen was dafür. Aber es macht keinen Sinn für euch, wenn ihr dann 3 Tage in die Röhre schaut. Deswegen Amazon streicht das Ganze. Jetzt gibt es natürlich die Option noch, dass ihr GameStop nehmt. Bei GameStop ist wieder das Problem, dass das ziemlich asoziale Arbeitsverhältnisse dort sind. Und so wie das Unternehmen dort läuft, kann ich das zu keiner Sekunde unterstützen. Deshalb die einfachste Variante, über den PSN-Store bestellen. Ihr könnt nämlich das Spiel jederzeit über den PSN-Store bestellen. Ihr kriegt keine CD, kein gar nichts. Das heißt, die CD kann nicht kaputt gehen. Ihr könnt es jederzeit spielen, zu jeder Sekunde, solange ihr eine Internetverbindung habt. Und ihr könnt im PSN Store nämlich automatisch das Spiel runterladen und sobald die Beta da ist, wird es automatisch auf der PS4 für euch freigeschaltet. Wenig Stress, absolut sicher. Und wenn ihr da ein bisschen Geld sparen wollt, einfach auf eneva.com. Ihr könnt 50 € PSN-Karten aktuell für knapp 41 € mit meinem Code bestellen. Das ist absolut hilfreich. Deshalb, Leute, der Tipp von mir, macht das so. Es ist günstiger, als wenn ihr jetzt einfach 50 € PSN mit 50 € Guthaben aufladet. Wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr mehr ausgeben, das ist dann eure Sache. Kommen wir aber zu dem Video heute und das ist viel, viel interessanter noch, als das, was eventuell in 20 Tagen oder 25 Tagen mit der Beta passiert. Und zwar, es gibt 2 Optionen, die ich euch heute aufzeigen möchte. Einmal, welche Ausrüstung kann ich empfehlen, im Allgemeinen, um ordentlich zocken zu können. Und ich kriege so oft Fotos und wirklich Infos und Nachrichten von Leuten, die sagen, ne, irgendwie mein rechter Controller ist so ein bisschen kaputt, ich kann nicht aimen oder bei mir laggt es so oder ich höre die Gegner nicht richtig und es gibt so viele einfache Möglichkeiten, da was gegen zu tun und es ist wirklich mindblowing zu gucken, dass viele Leute sich mit so halb guter Ausrüstung wirklich abfinden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb heute das Video von mir für euch. Ich werde euch zeigen, was braucht ihr Minimum, um ordentlich zocken zu können. Und dazu mache ich euch noch 1-2 Infos und zeige euch 1-2 Sachen, die ich hier liegen habe, die ihr nehmen könnt, wenn ihr vielleicht anfangen wollt, Videos aufzunehmen. Das muss ja nicht mal Gaming sein, sondern generell. Und mit allem, was man irgendwie braucht, ist eins immer voran. Und zwar ein richtiger Controller, der nicht kaputt ist. Wenn ihr ordentlich spielen wollt, braucht ihr einen ordentlichen Controller. Brooklyn kennt ihr ja alle, den habe ich ja von Nick für Gamer von Gamer vor einem Jahr geschenkt bekommen. Neuwert knapp 200 €, der hat Triggerstops, der hat Grip, der hat auf R1 und L1 noch Triggerstops mit drinne. Der hat kürzere Thumbsticks, die man abnehmen kann, sodass sie nicht mehr kaputt gehen. Der hat im Prinzip alles. Es tut's aber auch ein ganz normaler PS4-Controller. Ihr seht das, ganz normal, original, jeder von euch kennt den. Der hat nur eine kleine Änderung, das brauche ich seit 3 Jahren zum Game. Und zwar, hier seht ihr das. Und ihr hört das vor allen Dingen, das sind ganz normale Scuff-Pedals. Die könnt ihr könnt euren Controller im Prinzip bei Nick auch einschicken. Ich glaube 30 € kostet es aktuell, dann kriegt ihr diese wunderbaren Sticks. Die könnt ihr belegen, wie ihr das wollt. Und ich finde die so großartig, weil ihr eben springen könnt, schießen könnt, euch hinlegen könnt, ohne den Daumen von dem Ziel-Thumbstick abzunehmen, während ihr springt. Wenn ihr das auf X und dem macht, habt ihr das Problem. Ihr zielt hiermit und müsst dann immer hier rüber auf X und dann wieder zielen. Das funktioniert nicht gut. Guckt immer drauf, dass eure Sachen ordentlich sind, sauber sind, heil sind. Denn wenn die Controller nicht richtig funktionieren, könnt ihr auch nicht entspannt spielen.
Wenn ihr euch einen ganz eigenen machen wollt, könnt ihr das auch machen. Ich würde es immer über Nick empfehlen, aus dem einfachen Grund, die Qualität ist deutlich besser als bei SCUF. Deutlich besser und deutlich günstiger, zum Beispiel der SCUF Impact, der horrend viel Geld kostet. Wenn ihr dann den richtigen Controller habt, dann habt ihr ja noch ein anderes Problem. Ihr wollt ja auch ordentlich hören. Selbst die guten neuen Monitore, darauf kommen wir gleich auch noch, haben nicht den Effekt, den ein ordentliches Headset hat. Und ich spiele tatsächlich seit 2 Jahren, ihr seht das hier, mit einem Turtle Beach Headset. Und das ist eins der schlichteren Modelle. Das ist Turtle Beach Recon 60P. Das steht unten auch in der Verlinkung. Das hat immer noch keine Abnutzungserscheinung, obwohl die Außenhülle eigentlich nur Plastik ist. Das Wichtige an dem Headset für euch wird sein, ihr braucht nicht unbedingt das Astro A50. Das kostet 250 Euro und die Mikroquali, genauso wie die Kopfhörerquali da drin, ist zwar hervorragend, aber das hier kostet 60 Euro bei Amazon. Mittlerweile glaube ich sogar nur noch 45. Und seit 2 Jahren hält es und ich kann darauf schwören, wirklich, es gibt kaum ein besseres in der Preissequenz. Worauf ihr achten wollt bei dem Ganzen, egal was für ein Headset ihr nachher nehmt, ihr wollt gucken, dass es mindestens 5.1 ist. 5.1 bedeutet, dass ihr in den Ohrmuscheln 5 kleine Lautsprecher habt. So habt ihr die Möglichkeit, auch orten zu können, wo kommen Schritte her, wo kommen die Schüsse her. Wenn ihr auf jeder Seite nur einen Lautsprecher habt, ist es sehr, sehr schwierig für ein Headset, selbst wenn es den Dolby Surround Sound sozusagen künstlich herstellt, also den Umgebungssound, dass ihr richtige Orientierung habt. Deshalb immer drauf gucken, mindestens 5.1. Da gibt es noch den Unterschied zwischen Dolby Surround, das ist dann der richtige, und der künstlich erstellte. Ich würde immer gucken, dass es der originale Dolby Surround ist, denn der künstlich erstellte von dem Ganzen ist meistens nicht so gut. Da gibt es bei Amazon natürlich Turtle Beach, es gibt Astro, es gibt unglaublich viel Auswahl. Ich kann euch nur sagen, jedes Headset über 100 Euro ist in der Regel gut. Ich habe noch keins gesehen, was schlecht ist, aber für einen kleinen Geldbeutel finde ich 60 Euro oder 40 oder 50 für ein ordentliches Turtle Beach absolut in Ordnung und kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr den richtigen Controller habt und die richtigen Kopfhörer habt, wollt ihr gucken, dass ihr, und das ist eins der wichtigsten Sachen, einen ordentlichen Monitor habt. Wenn ihr besser zocken wollt, wenn ihr eine bessere MS, also Reaktionszeit, Millisekunden auf einem Monitor haben wollt, als auf einem Fernseher, muss es ein Monitor auch sein. Die Fernseher, egal wie klein oder groß sie sind, kommen an die Gaming-Monitore nicht ran. Und ich habe hier vor mir jetzt 3 Monitore mittlerweile. Ein Acer, ein Samsung und noch ein Acer. Auf dem Samsung zocke ich und auf den beiden Acern habe ich für meine Videos, meine Streams, meine anderen beiden Monitore. Der Samsung hat mich 99 Euro im Angebot bei Saturn gekostet. Den habe ich mir vor einem halben Jahr bestellt. Bis dahin habe ich auch immer auf dem Fernseher gezockt. Und das war für mich eine riesige Umstellung. Und nach einem Tag wollte ich den Samsung nicht mehr weglegen. Der hat jetzt eine Bildschirmdiagonale von, ich weiß es gar nicht, ich glaube der hat 20 Zoll, 21, so um den Dreh. Nagelt mich nicht drauf fest, ich müsste dafür ins Handbuch gucken, aber er ist nicht der größte, er ist nicht der kleinste und ist absolut von der Reaktionszeit, ist es eine Millisekunde und ich weiß, viele von euch gucken immer drauf, Reaktionszeit soll fast 0 sein, das macht aber ob 1 oder 5 Millisekunden, macht keinen Unterschied mehr, aus dem einfachen Grund, euer menschliches Auge ist gar nicht in der Lage, den Unterschied zwischen 1, 5 und 10 Millisekunden wahrzunehmen. Dementsprechend natürlich gucken, dass die Reaktionszeit gut ist von dem Monitor, er sollte aber auch nicht zu groß sein. Die Diskussion, ob ihr jetzt einen ganz normalen Breiten haben wollt oder so einen Curve-Monitor, da will ich mir jetzt nicht bei anschließen, weil ich habe auf dem Curve-Monitor schon mal gespielt. Ich persönlich muss sagen, ich fand den Unterschied jetzt nicht großartig, dafür, dass der aber deutlich teurer ist. Ihr wollt auf jeden Fall, wenn ihr besser spielen wollt und wenn ihr wirklich euch wohler fühlen wollt, entspannter sitzen wollt, definitiv einen Gaming-Monitor. Saturn, Mediamarkt, Amazon, da könnt ihr die Sachen günstig bestellen und ihr macht wirklich in der Regel nichts falsch. Ob das Samsung ist oder Acer oder Asus, es gibt so viele Monitorhersteller. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, mit was für einem Monitor ihr zockt oder ob ihr noch auf dem Fernseher seid. Das würde mich natürlich interessieren. Wenn ihr das Ganze habt, dann habt ihr euren Controller, euer Headset, dann habt ihr ganz normal euren Monitor. Dann braucht ihr noch etwas. Das hier legen wir weg. Und zwar so etwas. Ihr braucht eine Homebox, eine Fritzbox, ein WLAN-Router, generell ein Router überhaupt. Der Grund,
dass ich das extra sage, ist, mir schreiben ganz oft Leute, dass sie so eine 200.000 Leitung haben, aber ihr Ping ist komplett schlecht und irgendwie leckt es im Spiel und alles mögliche. Die Geschwindigkeit der Download- und Upload-Rate von eurer Internetverbindung ist nicht das Entscheidende, wie ihr spielt, sondern der Ping. Und der Ping ist das Signal, was von euch an den Call of Duty Server und wieder zurückkommt. Und das ist, der Ping hin und zurück ist sozusagen das Entscheidende, wie schnell Informationen dort angelangen und bei euch auf dem Bildschirm nachher wieder zurückkommen. Und da habe ich festgestellt, dass einige Anbieter da viel, viel mehr anbieten als andere. Ich persönlich habe mir vor anderthalb Jahren eine 500K-Leitung gekauft mit einem garantierten Ping von unter 10. Das heißt, das ist wirklich unglaublich schnell und ich habe zu jeder Zeit einen garantierten Ping von unter 10 Millisekunden. Das ist das Schnellste, was ich bisher gesehen habe. Ich habe bei anderen Anbietern, ich bin zum Beispiel bei Vodafone Kabel Deutschland, ich zahle 49 Euro im Monat und habe da die unglaubliche Internetverbindung. Ich habe ganz viele Anbieter gesehen, die das irgendwie anders machen. Die haben eine Internetleitung von 500.000, bieten aber nur einen Ping von 50, 60, 80 teilweise an. Das ist unglaublich schlecht. Da leckt ihr rum und eure Internetverbindung hilft euch überhaupt nicht. Das heißt, wenn ihr da vielleicht ein bisschen upgraden wollt, sprecht mit den Vertragshändlern, mit Kabel, mit Vodafone, mit O2, mit 1&1, mit Arcor, was weiß ich, wie die alle heißen, und lasst euch schriftlich garantieren, dass ihr den und den Ping habt. Wenn die Unternehmen das nicht bieten können, ist es keine gute Internetleitung für euch. Damit habt ihr im Prinzip das Allerwichtigste, was ihr erstmal zum ganz normalen Zocken braucht. Jetzt kommt das Ganze ja noch etwas weiter. Einige von euch wollen ja vielleicht gerne aufnehmen. Und meine allererste Aufnahmekarte war tatsächlich die alte Game Capture HD. Die kostet neu mittlerweile, wenn sie noch verkauft wird, um die 70 Euro. Ihr könnt sie gebraucht bei eBay kaufen. Relativ günstig und für Einsteiger wirklich perfekt. Jetzt sagen sich einige ja, okay, aber ich weiß gar nicht, ob mir Videos aufnehmen Spaß macht. 70, 80 Euro ist ganz schön teuer. Es gibt noch einen kleinen Trick und den möchte ich euch gerne nennen. Wenn ihr auf PlayStation in den Store geht, da könnt ihr ein kostenloses Programm runterladen. Das heißt Share Factory. Das ist das erste Programm, mit dem ich mein allererstes Video vor 1,5 Jahren aufgenommen habe. Da könnt ihr im Prinzip 30-minütige Clips speichern, die ihr erspielt. Und da könnt ihr auch ganz grob noch bearbeiten. Ihr könnt da ein, zwei Filter draufsetzen. Das ist natürlich nicht annähernd so gut wie die ganzen Bildbearbeitungsprogramme. Ob das DaVinci ist, ob das Adobe Premiere ist, ob das Sony Vegas ist. Aber für den Anfang kann ich es nur jedem empfehlen, darüber auszuprobieren. Ihr könnt im Prinzip eure Clips da reinspielen, dann könnt ihr es zusammenschneiden und könnt es von da aus direkt bei YouTube, Twitch, was weiß ich, wo hochladen. Für den Anfang definitiv eins der besten Programme, um einfach zu gucken, ob man bei dem Ganzen überhaupt Spaß hat. Wenn ihr das alles habt und sagt, okay, aufnehmen macht mir tatsächlich Spaß, gibt es noch eine wichtige Sache. Und zwar, ihr wollt ein ordentliches Mikrofon haben. Bevor ihr euch eine Webcam kauft, da gibt es von Logitech alles Mögliche, kauft euch ein ordentliches Mikro. Abonnenten und Zuschauer verzeihen euch eher mal einen Bildfehler als einen Soundfehler. Denn die Soundfehler und, ich sag mal, schlechter Sound insgesamt ist einfach schrecklich. Ich persönlich habe hier seit über einem Jahr, wie geht das, ein Aunamic. Es hat mich knapp 100 Euro gekostet, das ist das Aunamic 900 in, also B heißt es, weil Black, Schwarz. Ich bin sehr zufrieden damit. Die hohen Töne kann es gut verarbeiten, die tiefen Töne kann es gut verarbeiten. Ich brauche nicht mal einen Popfilter, den nimmt man im Prinzip für die Mikrofone, wenn man scharfe Töne wie P, also wie P hat, damit das Ganze nicht übersteuert. Da gibt es auch günstigere, da würde ich aber genau drauf achten, was ihr kauft. Denn ein schlechtes Mikrofon, das verspreche ich euch Leute, wird euch nicht ein einziges Mal in dem Video verziehen. Wenn ihr das habt und ihr sagt, okay, das macht Spaß, ich will weiter aufnehmen, ich will vielleicht noch mein wunderschönes Gesicht mit reinbringen, nehmt euch noch eine Webcam dazu. Es gibt von Logitech die besten Webcams für wirklich gute Preise. Ich persönlich habe eine Logitech 920C, ich werde die in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall nochmal upgraden, aber fürs erste Jahr oder für die ersten 1,5 Jahre reicht das mehr als aus. Die Bildqualität ist sehr gut, ihr könnt vieles noch am Rechner einstellen. Es hat ein integriertes Mikrofon, das kann ich euch nicht empfehlen, es nimmt aber in 1080 auf, also wirklich hervorragend. Und wenn ihr das alles habt, dann habt ihr im Prinzip alles, was ihr braucht, um ordentlich zocken zu können, aufnehmen zu können, streamen zu können und alles Mögliche. Immer unter der Voraussetzung, wenn ihr ordentlich streamen wollt, ihr braucht einen guten PC mit einem guten Arbeitsspeicher und einen guten CPU. Die Grafikkarte könnt ihr relativ vernachlässigen, denn das Bild wird von der PlayStation verarbeitet. Das heißt, die Grafikkarte auf dem Rechner hat nicht so viel Arbeit.
Das ist aber nochmal ein anderes Thema, was man in den Streaming-Einstellungen machen sollte. Wenn ihr das auch wissen wollt, schreibt in die Kommentare. Generell, mich würde es freuen, wenn euch das Video irgendwie geholfen hat und das für euch interessant war. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr vielleicht noch als Tipps oder Tricks dazu bräuchtet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.